Okay. Wir sind mal erstmal wieder so weit am Start. Ein bisschen satt sind wir. Trinken war auch erstmal so weit in Ordnung. Lass mal gucken, dass wir noch ein bisschen was zu essen finden. Ja, das mit dem Essen ist auch ein echtes Problem, muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier Wasser draus sammle, ist das genauso ein Dreckflache. Gut. Bringt mich also jetzt auch nicht weiter. Mal glaube ich nichts raus, ne? Hm. Na gut. Da haben wir noch ein bisschen Wasser, aber ja, es ist halt alles so ein, ja, drum sind wieder Bienen. Sich mit denen anzulegen ist keine gute Idee, meistens jedenfalls. Da sind wir schon mal gewesen wegen Ressourcen. Da ist auch nur Biomasse. Es ist hier nichts, wo ich jetzt irgendwie noch was zu essen herkriege. Das können wir so sammeln. Kräuter, Samen, okay. Kann man das eigentlich auch so sammeln? Nee, das kriegen wir auch am Ende nur wieder Biomasse raus. Tja, am Ende müssen wir doch ziemlich weite Wege zurücklegen, ne? Dass wir hier halbwegs sättigt das überhaupt? Das sättigt doch nicht mal, oder? Bin ich jetzt falsch? Nutrition level critically low. Das ganz im Gegenteil, das kostet mich sogar. Ach du Scheiße. Nutrition das level ist dropping. Schlecht. Das ist alles irgendwie schlecht. Also mit der Nahrung ist hier so ein Ding, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das besser machen kann im Moment. Vielleicht sollte ich auch einfach nochmal im Internet gucken, wo man solche Ressourcen, Nahrung erstmal herkriegt. You've been poisoned. Doofen Pflanzen. So. Alles klar. Der greift mich jetzt schon an.
Hä, der kommt doch gar nicht. Der kommt doch gar nicht in meine Nähe. Wieso trifft er mich? Der ist doch viel zu weit weg. Your body sustained heavy injuries. Okay, das war keine gute Idee jedenfalls. Naja, es war ein Versuch wert, aber man kriegt ihn halt nicht wirklich tot. Dann muss ich erstmal gucken, dass ich mir irgendwie eine Waffe kredenze, aber da habe ich ja auch noch nicht mal dazu. Ich habe die Möglichkeiten irgendwie. Es ist alles ein bisschen. Oder ist es das am Ende? Dass ich ja damit Schaden mache im Prinzip. Muss ich mal irgendwie an einem anderen Tier mal austesten. Nicht, dass ich am Ende den Strahl hier nehmen muss. Ah, das würde ich lieber an einem anderen Tier erstmal irgendwie, was mir nicht so gefährlich werden kann. Muss ich mal gucken. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, jetzt allzu weit von zu Hause wegzugehen. Mal gucken, wie das so ist. Ja, ich guck noch mal, dass ich noch mal die Grafik ein bisschen, doch ein kleines bisschen höher stellen kann nachher. Also zumindest für die nächste Aufnahme, irgendwie das hier alles noch ein bisschen nicht so geil aus. Damit kann man zumindest das relativ schnell Sachen zerstören, ohne dass man was davon hat. Jetzt wäre die Frage, ob das bei Tieren auch funktioniert. Aber ich würde gerne ein Tier nehmen, was mir nicht ganz so gefährlich werden kann, wie schon gesagt. Sonst habe ich nachher einen Mond. Noch ein bisschen Kobalt ist es wahrscheinlich, oder? Eisen oder Kobalt? Ich weiß gar nicht genau. Wollen wir gleich rauskriegen. Die Ressource können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Kohle und Silizium, okay. Naja, für später brauchen wir das auf jeden Fall. Ich denke, ich... Ja. Das mit der Nahrungsaufnahme ist wirklich schwierig. Deswegen hoffe ich, dass ich irgendwie, also vielleicht mit dem Strahl hier, die Tiere töten kann, dass ich besser an Fleisch komme. Ne, dass ich sie erstmal umnieten kann und kann dann das Fleisch rausziehen. Dann kann man sich zumindest hier von Fleisch ernähren. Ne, auch wenn es da jetzt nicht optimal ist, rohes Fleisch zu essen. Aber es hilft zumindest ein bisschen. You are well rested. Okay. Es ist natürlich dunkel, bringt uns auch nichts. Deswegen werde ich mal nochmal eine Runde pennen. Einfach, dass wir den nächsten Tag haben. Ich bin auf 100%. Das ist schon mal von Vorteil. Ja gut. Wir haben nicht 100%, aber... wir haben nicht die Nacht überstanden. Dafür reicht es nicht. Die Zeit reicht dafür nicht. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier unser Häuschen einfach mal noch ein bisschen erweitern können. Ich überlege gerade, ob ich das einfach... Ja, hier oben drauf ist halt auch doof. So, man könnte jetzt einfach... Ja, im Grunde haben wir ja... Hier hätten wir noch ein bisschen Platz. Da will ich aber Platz lassen für meine Gefährte. Das heißt, wir müssen erstmal den Fußboden noch mal ein bisschen erweitern hier.
brauche natürlich Ressourcen dazu. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, die ich gerade nicht in der Tasche habe. So, naja. Aber hier haben wir ja erstmal ein bisschen was. So, das haben wir, da haben wir. Davon haben wir ein bisschen was. Nehmen wir doch die großen Stapel. Warum nehme ich nicht die großen Stapel? So ein Quark. Ich hätte gerne die großen Stapel. Danke. Dann mal das, das, das. Ich hätte gern die großen Stapel. Das können wir mal noch mitnehmen. So, dann könnten wir jetzt, glaube ich, erstmal ja, dann können wir zumindest erstmal hier noch ein bisschen anbauen. Ding ist, ich glaube, ich werde das ein bisschen hochbauen müssen. Ist das, geht das hier so? Wenn man das einfach so aufsetzt, sollte ja machbar sein. Kann man da jetzt hier auch einfach ansetzen? Das sieht gut aus. So. Und dann schaffen wir hier zumindest eine Plattform für ein weiteres Häuschen und haben dann die Möglichkeit, einfach hier so ein bisschen uns den Berg anzupassen. Bringt ja nichts. Ja, so. So. Wie ist denn das hier? Habe ich das hier richtig erwischt? Oder ist das hier... Nein, es ist natürlich versetzt. Das passt nicht. Ne, wenn, dann machen wir das schon richtig. So. Ich hätte das gerne da bündig dran, bitteschön. Geht das hier? Jetzt ist es bündig, okay. Und dann können wir jetzt hier noch ein bisschen den Rest machen. So. So. Und so. Und dahin noch einen. Und dann machen wir noch zwei erstmal. Und bauen die erstmal soweit fertig. Soweit wir können zumindestens. Ich meine, hier können wir jetzt sowieso noch nicht direkt bauen. Schlicht, weil wir hier oben drüber noch was haben. Oder müssen wir mal gucken. Wobei, eine Etage, ich müsste eigentlich noch gehen. Da müsste eigentlich noch genug Platz da sein. Wir doch ganz gut hin. Können wir sogar noch mehr machen. Okay. Dann haben wir das jetzt erstmal hier so ein bisschen erweitert. Eigentlich stört uns in Anführungsstrichen nur der Balkon, kann das sein? Ja. Eigentlich nur der Balkon, der uns jetzt hier oben drüber ragt. Okay. Ich meine, man könnte es natürlich auch ein bisschen als Straße sehen, ne? Wenn man so will. Okay, gut. Dann würde ich jetzt das einfach, da wir noch ein bisschen Ressourcen haben, würde ich jetzt einfach hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. So. So.
Mal gucken, wie wir hier so hinkommen damit. Und wie, wann wir hier zu weit im Berg sind. Ich glaube, es müsste bündig sein. Ist das hier drüben bündig? Sieht gut aus. Okay. Muss ich hier drüben wieder gucken. So. So langsam geht es doch ganz gut mit dem Bauen. Also entweder haben die das hier mit dem Matchen nochmal ein bisschen verbessert, weil es ist nicht mehr ganz so frickelig, wie das früher der Fall war oder vorher der Fall war. Möchte ich jetzt, also rein aus dem Bauch heraus möchte ich jetzt sagen, das ist nicht mehr so schwierig, wie das mal war. Okay. Ach so, ja. Na gut. Das ist nicht so gewünscht. Das müssen wir nochmal korrigieren. Hilft nicht. Da ist es. Da ist es richtig, okay. Ich stelle mich mal hier oben drauf. Hier oben kann ich das, glaube ich, besser einschätzen. Na, so. Und so. Naja, da haben wir doch schon ein schönes Fundament geschaffen. Ich glaube, ich kann drinnen gleich nochmal anschmeißen. Die Produktion. Mal jetzt wieder verbaut. So. Und so. Okay. Ja, da haben wir doch hier schon ein bisschen was. Da können wir hier jetzt nochmal anfangen. Und schon mal den Spaß vernünftig fertig machen. Ich will dann noch mal ganz kurz gucken, wie das funktioniert mit dem Schlafsack. Ob ich mich da auch regeneriere drin, aber theoretisch müsste das ja auch so sein. Oder ob das nur ist, um die Nacht zu überstehen, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wir verbrauchen dann, glaube ich, immer einen Schlafsack, ne?
So. Okay. Gut. Damit haben wir hier erstmal schon wieder was Schönes hingezimmert. Hat man jetzt hier eigentlich noch? Das war bloß der provisorische Drucker. My sensors show you are slightly thirsty. Aha. Mal dieses. Nutrition level critically low. Ja, was soll ich denn machen? You've been poisoned. Nutrition level dropping. Nutrition level critically low. Ich habe doch keine andere Möglichkeit im Moment. So, jetzt gucken wir noch mal. Wo haben wir denn hier was? Hier haben wir Silizium drin, das können wir da noch hin tun. Biomasse hatte ich auch. Der Biomasse kann ich im Moment noch nicht viel anfangen. Haben wir hier nicht auch irgendwo Kohle? Habe ich keinen Kohleschrank? Silizium. Silizium 1 und Silizium 2. Moment. Hier haben wir Pflanzen drin. Kann man den Spaß mit rein tun. Ansonsten heißen die hier alle nur so Schrank 1, Schrank 2, Schrank 3. Habe ich hier nicht irgendwo einen Kohleschrank? Das gibt's doch gar nicht. Drinne. Ist aber nichts drinne. Ich habe hier nur aufgebaut, aber hier ist nichts drinne. Das ist mein Pflanzenschrank. Ich habe eigentlich nur einen Siliziumschrank. Na gut. Das kann jetzt sein, dass ich gedacht habe, okay, ich verpulver das eh alles hier an den Druckern im Moment. Ja, da tun wir jetzt die paar jetzt einfach hier mit rein und können sie mit verwursten. Dann machen wir jetzt noch mal ein paar davon und ein paar davon. Brauchen tun wir die eh. Und dafür brauchen wir Silizium. Da haben wir aber auch noch ein bisschen Silizium. Machen wir erstmal, ja, keine Ahnung, machen wir erstmal 50 so herstellen. Okay, können die erstmal hier ein bisschen was produzieren für uns. Ist erstmal in Ordnung. Dann muss ich dann nachher sowieso gucken, dass ich die rausnehme nachher auch. Okay. Wo, in welche Richtung bin ich vorhin abgedüst? Hier in die Richtung, Mann. Erste Mal
Oder bin ich das erste Mal? Ich weiß es gar nicht mehr, welche Richtung ich hier unterwegs war. Gut. Okay, ich schlage vor, ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.